Wir von Finanzamt sind ja keine Unmenschen, im Gegenteil. Wir sind ja immer wieder bemüht, unser Steuersystem auch zu verbessern. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir nehmen einmal die Mehrwertsteuer, genannt auch Umsatzsteuer. Die beträgt 19%, aber es gibt immer noch den ermäßigten Satz von 7%. Und viele Bürger wissen ja gar nicht, was wird eigentlich mit welcher Mehrwertsteuer belegt. Deswegen haben sich Kollegen von mir im Finanzministerium vor einiger Zeit hingesetzt und auf einem Schriftstück von weit über 100 Seiten einmal detailliert aufgeschrieben, was mit welchem Steuersatz belegt wird. Das ist so toll, meine Damen und Herren. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Nicht die ganzen 100, nein, gar nicht. Auszugsweise, wir fangen mal an. Da schreiben die Kollegen, Pferd ist nicht gleich Pferd. Es gibt Pferd, Esel, Maultier und Zebroiden. Eine Mischung aus Pferd und Zebra. Jetzt haben die Kollegen festgelegt, für Hengst und Stute gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz, für Zebroiden aber der volle. Ja, das ist wichtig. Unsere Weiden sind voll mit Zebroiden, meine Damen und Herren. Gut, es können auch schwarz-weiße Kühe gewesen sein, die ich auf der Fahrt hierher gesehen habe. Essen auf Rädern, sehr verehrten Damen und Herren, mit richtigem Geschirr ergibt 19% Mehrwertsteuer. Essen auf Rädern in Plastikschalen 7%, denn das weist auf To-Go hin. Wenn Sie jetzt aber Essen auf Rädern in Plastikschalen geliefert bekommen, sind Sie dann auch verpflichtet, beim Essen in der Wohnung damit rumzulaufen. Anders geht es nicht. Wenn Sie beim Essen auf Rädern in Plastikschalen sitzen und der Steuerprüfer kommt, müssen Sie nachversteuern. Nicht? Das ist klar, klare Sache. Nicht? Weiter. Bei Beinprothesen liegt auf der Grundausstattung 7% Mehrwertsteuer. Ersatzteile unterliegen aber dem vollen Steuersatz. Ich sage immer, wer es dann leider braucht, der schnitzt sich am besten ein Holzbein. Das ist billig, da brauchen Sie gar keine Ersatzteile. Sie dürfen sich allerdings im Winter nicht zu nahe damit an Ihren Kamin setzen. Sonst wird daraus Brennholz und auf Brennholz liegt wiederum 19% Mehrwertsteuer. Wenn Sie... Ja, also, wenn man sein Holzbein anguckelt, nachversteuern. Nee, immer korrekt, immer korrekt. Wir bleiben in dem Bereich. Bei einem Rollstuhl für Behinderte werden 7% fällig, bei einem Treppenlift 19%, denn der gilt offenbar schon als vollwertiges Transportmittel. Jeder, der schon mal mit dem Treppenlift zum Bäcker gefahren ist, weiß, was gemeint ist. Ein Malbuch für Kinder 7%, für Bücher gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz. Aber wenn Sie dem Kind ein Bastelbuch kaufen, sind 19% fällig, denn das ist ja nicht zum Lesen. Es geht ja quasi um eine handwerkliche Tätigkeit. Wenn das Kind jetzt aufgrund dieses Bastelbuches für die Oma eine Laubsägearbeit anfertigt, wir sagen mal ein Schlüsselbrett, dann muss die Oma das in ihrer Steuererklärung als Schenkung angeben. Es sei denn, die Oma ist gemeinnützig, dann kann sie dem Kind eine Spendenquittung ausstellen. Weiter, ein Kindersitz im Auto, 19%. Ein Kindersitz in einer Gondel von einer Bergbahn, 7%. Frage, was ist mit einem Kindersitz in einem Treppenlift? Anders ausgedrückt, wenn man Essen auf Rädern in einer Plastikschale mit dem Treppenlift in den ersten Stock befördert und oben steht ein Zebroide mit Holzbein, kriegt der dann einen Kindersitz zum ermäßigten Steuersatz, wenn er ihn nicht zum Basteln benutzt, meine Damen und Herren. Sie erlauben mir ein letztes Beispiel aus diesem herrlichen Schriftstück zum Thema Verzehr. Steuerlich subventioniert werden Quallen, die Fettleber von Gänsen sowie die Schlachtnebenerzeugnisse von Bibern, Walen und Fröschen und Schildkröten, sofern sie zur menschlichen Ernährung geeignet sind. So steht es da drin. Jetzt sagen Sie, ich habe noch nie Schlachtnebenerzeugnisse von dem Biber gegessen. Oh, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich habe neulich in meiner Mortadella so einen Zahn gefunden. Der hätte aber gut von einem Biber sein können. Ich bin sofort hin zum Metzger, hab ihm den gezeigt. Da sagt er, ach, da bist du ja, du kleiner Ausreißer. Und schob den sich wieder jung.
Sie sehen, die Kollegen haben gut gearbeitet. Wir kümmern uns um alles. Vielen Dank.